Für mich wird Kino niemals altern, noch verblassen, noch sterben. Ey Leute, was geht ab? Schön, dass ihr da seid. Mal wieder sind wir mit dem Unlimited Cast, präsentiert vom UCI, am Start. Ich weiß nicht, was habe ich jetzt gerade gesagt? Oh mein Gott. Start. Das wieder. Wir sind ganz oft am Start auf jeden Fall. Cool, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr draufgeklickt habt. Wir besprechen heute wieder ganz viele Sachen rund ums Kino, um Filme. So, wie ihr das liebt und so, wie wir das auch lieben. Wir bestehen heute aus 3 Personen. Da ist da zum einen der Nico und zum anderen die Annika. Yes, cool, dass ihr da seid. Ich bin auch da. Hi, mein Name ist John, für alle, die mich noch nicht kennen. Und Annika, mir wurde letztens gesagt, hey, hat sich Annika überhaupt jemals so richtig vorgestellt? Und da habe ich gesagt, haben wir nicht eine ganze Vorstellungsrunde für sie gemacht, wo sie sogar ihre Lieblingsfilme und so vorstellt? Fast die ganze Folge hat nur von mir gehandelt. Ja. Nein, also wir haben tatsächlich die in der ersten Folge, in der ich mitgemacht habe, haben wir genau das gemacht, was ihr am Anfang auch gemacht habt. Ich habe mir 2 Filme rausgesucht, die mich repräsentieren, und dann haben wir so ein bisschen geredet. Mhm. Ja, also ja, ich bin mittleren Alters, weiblich, wie man vielleicht hört, und arbeite im UCI Bochum mit großer Leidenschaft. Mhm. Was machst du in deiner Freizeit so gerne? Auch wenn es mir manchmal schwer fällt, wenn man 5 Tage die Woche im Kino arbeitet, aber ich gehe tatsächlich sehr gerne ins Kino. auch wenn es, also manchmal ist es so die Überwindung, dann doch nochmal privat hinzugehen, aber es kommen halt so viele tolle Filme. Ich gucke gerne Filme, ich lese, ich spiele Computerspiele, beziehungsweise fast ausschließlich World of Warcraft. Und ich ganz neu versuche, Spanisch zu lernen und lese mich gerade so ein bisschen ein ins Thema Wandern. Ins Thema Wandern? Wandern, ja. Ach cool. Total retro. Retro sagt man ja nicht mehr, Vintage. Vintage? Ich kenne all diese Begriffe nicht. Ja. Auch das mit Boomer und wie nennt man das andere? Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Generation X. Generation X, ja. Ja. Irgendwas mit vor dem Jahr 5, ach, ich habe keine Ahnung, vor den 60. Vor dem Jahr 2000 oder 5, ja, ich weiß es auch nicht. Also interessiert mich auch nicht. Ja. Ja, nee, ab einem gewissen Alter interessiert einen das auch nicht. Also, richtig, da hast du recht. Also, ich bin in dem Alter, in dem mich das nicht mehr interessiert. Es gibt andere Sachen, die mich interessieren, ja. Ich habe Generation schon immer in so Lieblingsfilme oder Lieblingstrends aus der Kindheit eingegliedert, einfach nur so. So, wir sind so die Yu-Gi-Oh! Beyblade-Typen und die vor mir sind dann halt andere. So, ja. So habe ich das immer unterschieden. Was wäre ich in deiner Welt? Ach. Boah, wann bist du geboren? In den 80ern? 76. Ja. Boah, keine Ahnung. Keine Ahnung, was in den 70ern in war. Aber 76? Ja. 76, ich bin ein Sommer. Der größte Film oder der beste Film, den ich bisher aus meinem Geburtsjahr gesehen habe, war Taxi Driver. Ach cool, warte mal, 76, was kamen denn da für Filme? 76... Filme. Krass, du hast schon gelebt, als Apocalypse Now rauskam, da warst du 3. Krass. Rocky ja. Kam in deinem... Das ist eine charmante Art und Weise, mir zu sagen, wie alt ich bin. Ich finde das auch immer, ich finde das immer sehr, sehr interessant, wenn ich mich mit euch unterhalte, auch wenn wir uns im Kino unterhalten, auch mit Dominik, dass es so viele Sachen gibt, die ich kenne, wo ihr dann sagt, nee, habe ich nie gesehen. Und wo ich so denke, hattest du denn schon mal einen Bakugan? Hattest du schon mal einen Bakugan oder so? Ja, und Bakugan, als der Anime rausging, ich habe den angefangen, den zu gucken. Und dann gab es halt so Bakugans, das sind so Bälle. Und wenn man die auf so eine Karte wirft, dann kommen da Monster raus aus diesem Ball. So war es in dem Anime. Was? Ey, und ey, ich habe mir diese Bälle gekauft. Ne? Warum umgekehrtes Pokémon? Funktioniert Pokémon nicht so, dass man Bälle wirft und dann kommen die Pokémon fängst du doch ein und die sind dann rausgekommen. Ja, oder? Und dann, also man hat die sich gekauft oder keine Ahnung, die kamen aus dem Himmel oder so, ich weiß es nicht mehr. Und dann kamen da geile Monster raus und das Spiel, das Trading Card Game dazu, war richtig geil, weil wenn man einen Bakugan auf die Karten gepackt hat, dann war das so magnetisch und hat sich dann so plack ausgefahren und sah dann aus wie so ein Monster.
Und echt, die Dinger, waren so schweineteuer und ich habe mir so viele davon gekauft. Ne? Ich war der Bakugan-Champion. Aber es hat auch kaum einer gespielt. Also der in, das weißt du so, das hat gar nichts gehört. Mit meiner, das ich hat auch gar nichts mit meiner Generation zu tun. Aber keiner kennt das. Und ich dachte mir so, hä? Aber ich war auch so einer von drei Leuten, die Bakugans hatten. Da war es nicht schwer, der Champion zu sein. Ja. Es gab so drei. Wobei, bei Wrestling-Chips und Wrestling-Karten war ich auch immer richtig. Habe ich alle abgezogen. Ich habe ja, da war ja in der Grundschule, hat man ja schon Glücksspiel getrieben, so. Ich bin ja um die Chips gewettet. So, kennt ihr die Wrestling-Chips? Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, ey, wenn mal mein Batista in glänzend, ne? Boah, ey, als ich den verloren, ich habe geweint. Ich habe wirklich geweint mit meinem glänzenden Batista. Wie schön. Ich hab Wrestling geguckt, da gab es noch gar keinen Batista. Noch lange nicht. Ich habe noch Wrestling noch mit Hulk Hogan geguckt und da ist der Undertaker gerade frisch angefangen. Ja. Und Shawn Michaels und Diesel Million Dollar Man und, ach Himmel, Herrgott. Bam Bam Bigelow, den habe ich geliebt. Also ich kann, bei Wrestling kann ich echt verstehen, warum man Kinder das nicht gucken lässt. Ey, wir haben uns so geprügelt, ja? Wir haben uns so den, boah. Boah, das ja, ich habe auch immer mit meiner Schwester, da habe ich auch immer die ganzen Moves, ich habe die immer an meiner Schwester angewandt und die hat immer geschrien und ich so, ja, ganz schlimm. Und das Geile ist ja dann so, das war ja nicht so, einer hat sich verletzt, brechen wir alles ab und kümmern uns um Hilfe. Das war, Alter, der hat mich verletzt, Alter. Und dann ging es erst richtig ab. Ja. So lief das ja bei Grundschülern. Ich weiß nicht, ob ich das gerade schon gesagt habe. Wir werden heute in dieser Folge so ein bisschen über die Kinostarts sprechen, die heute an diesem Tag, also am 8.7. rauskommen. Darüber hinaus werden wir auch noch ein bisschen so über andere Filme sprechen. Zum Beispiel in unserem Pile of Shame. Wir haben ein paar Filme geschaut, also ich nicht tatsächlich. Ich war zu sehr mit dem Einrichten beschäftigt und mit dem Traureden schreiben. Aber ich glaube, Annika, du hast was geschaut. Ich habe zwei Filme geschaut. Ich habe mir tatsächlich Doom angetan. Doom nach dem Computerspiel, das ich damals auf dem 486er auch mal gehabt habe. Also auch wieder so eine 486er, ich glaube, das hat keiner von euch jemals besessen. Weißt du, wie heißt das? 486er, das ist ein Computer gewesen. Das Computerspiel habe ich nie gespielt, weil ich tatsächlich eine von diesen bin, die von Ego-Shootern, denen da schlecht wird. Ah, okay. Und ich muss leider auch sagen, dass mir von dem Film schlecht geworden ist. Die Schauspieler, alles schön und gut mit The Rock und so weiter, aber der Film war einfach nur Banane. Also der war ganz, ganz fürchterlich. Auf jeden Fall. Also ich hab schon extra beim Regisseur geguckt, so, okay, das ist nicht Uwe Boll. Guckst es dir mal an. Ja, hätte auch ein Uwe Boll sein können. Über Doom können wir auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal ganz, ganz ausgiebig sprechen, denn in der nächsten Folge werdet ihr auf jeden Fall, da wird es um Videospielverfilmungen gehen, also schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn das heißt Unlimited Cast. Wenn wir das schaffen, alle vier zusammen zu sein. Ja, das ist natürlich die andere Sache, weil natürlich in der Gaming-Folge unser Gamer nicht fehlen darf, Domme. Aber so wie es aussieht, wird es ein kleines Zeitfenster geben und wenn wir Glück haben und alle gleichzeitig online sein werden, dann werden wir diese Folge aufzeichnen und dann werdet ihr auf jeden Fall auch über Videospielverfilmung etwas hören. Zu Doom, das finde ich voll geil, dass dass Wrestler immer mit so beschissenen Filmen anfangen, ne? Also wenn ich mir auch Dwayne Johnson in The Scorpion King angucke und so und John Cena und Bautista Dwayne Johnson und so. Kann nichts für die... Wie soll ich es nett umschreiben? Also Dwayne Johnson kann nichts für die Special Effects. Ja, nee, nicht, und nur, er als nicht Scorpion nur die Mumie King 2, war sondern schlecht. Ja, nicht nur die Mumie 2, sondern alle Scorpion King Filme dann auch noch. Und so. Ja, okay, da habe ich nicht alle gesehen. Auch Dave Bautista und alles, die so Kack da machen und das dann aber trotzdem schaffen. Also, das finde ich so geil. Bei denen kann man das so richtig beobachten, dass die sich so von dem grottigsten Quatsch hin zu so erstklassigen Schauspielern hocharbeiten. Das mag ich voll. Ja, wobei, also heftig, hier den, wie heißt der jetzt bei Suicide Squad mitspielt? John Cena, ja, den sehe ich echt überhaupt gar nicht gerne. Ja, aber John Cena ist halt John Cena so, ne? Also, okay, das ist keine Entschuldigung. Doch, John Cena gucke ich halt nur, weil der Unterarme hat, wie ich Oberschenkel. So, deswegen gucke ich John Cena.
ich habe, weiß noch, einmal, da habe ich auch, also ich gucke jetzt kein Wrestling mehr aktiv, aber irgendwann habe ich da mal reingeschaut vor so 3 Jahren oder so. Und da war John Cena, und wie der ein Mikro gehalten hat, ne, die Unterarme von dem, der sah aus wie Popeye. Das war heftig. Ich glaube auch, die Rolle Popeye könnte ihm echt gut stehen, eigentlich. Wenn man das könnte echt überlegt, gut. Ne? Ja, wenn man dem Pfeilchen verpasst, dann ist der perfekte Popeye. Ja, so ein Seemanns Ding mit Matrosenteil auf dem Kopf. Hut. Ich finde das übrigens auch echt krass, was da für eine Besetzung war in Doom. Also Rosamunda Pike, die man ja aus Gone Girl kennt zum Beispiel, ist da dabei. Ja. Carl Urban. Ja, richtig. Aber der Film, der war einfach vom Drehbuch her und von, das hat ja auch gar nicht mehr wirklich das wiedergegeben, was Doom eigentlich ausgemacht hat. Ja, das stimmt. Und das ist ja ein großes Problem bei Videospielverfilmungen, dass sie einfach den Geist der Vorlage überhaupt nicht mehr einfangen oder überhaupt nicht einfangen wollen. Hm. Und da reden wir ein andermal drüber. Richtig. Ja. Okay. Noch eine coole Info. Dexter Fletcher spielt in Doom sogar mit. Das ist der Regisseur von Bohemian Rhapsody und von Rocketman. Cool. Der spielt in Doom Pinky. Keine Ahnung, wer Pinky ist. Ich weiß es leider noch. und dann habe ich Annabelle 3 geguckt, auf Empfehlung von John. Und es war leider genau das, was ich erwartet habe. Also, okay. Ich habe da leider keine Begeisterung für. Das war das gleiche 0815-Schema. Annabelle 3? Ich wollte eigentlich danach noch Conjuring gucken. Also das alles nochmal ein bisschen auffrischen. Aber danach hatte ich keine Lust mehr, weil das, nee. Also ich muss leider sagen, die Filme, die ich geguckt habe, waren Gurken. Für mich waren es Gurken. Aber der Nico, der hat, glaube ich, was Besseres geguckt. Aber nochmal zu Annabelle. Ist Annabelle 3, der kam ja noch vor 2 Jahren erst raus. Mhm. Ne? Das ist jetzt kein neuer Film. 2019, glaube ich, ne? Ja. Okay, alles klar. Gut, mehr wollte ich nicht wissen. Ja, ich habe geguckt. Du die schöne Überleitung vernichtet. Ja, voll, ey. Ich dachte so, aber Nico, Zerstörer von Überleitungen. Ja, ich habe den Film Vacation geguckt. Vacation, wir sind die Griswolds, ist ein Film, der eine Fortsetzung darstellt von diesen vier schrille Köpfe oder so. Diese ganzen Filme. Ja, das sind die also über die Griswold-Familie. Ne? Genau. Ja, aber nee, die schrillen Vier heißen die. Die schrillen Vier auf Deutsch. Sind so aus den 80ern so eine Kult-Comedy-Familie, die halt viele Filme gemacht hat, in dem der Vater ein bisschen sehr, sehr naiv ist und auch sehr tollpatschig und so. Und ja, halt so Standard. So das, was man sich halt damals sonntagsabends angeguckt hat oder sonntagsmittags im Fernsehen. Ich glaube, das war einer seiner größten, also nicht eine seiner größten Rollen, aber eine seiner Rollen, für die man ihn auf jeden Fall kennt. Jetzt ist mir aber der Name ganz kurz entfallen, wie Der heißt Chevy Chase. Ja, ist halt so ein Schauspieler, der war halt dann zu der Zeit beliebt. Und davon gibt es jetzt ein Sequel, in dem sein Sohn ist Flugzeugpilot, also Pilot, er ist ein normaler Pilot, der ist Flugzeugflieger, er ist Pilot, ist aber nur in einer regionalen Airline und die machen jedes Jahr Urlaub im gleichen Camp und dann meckert die Frau rum, weil die nicht mal Urlaub woanders machen. Und also sie deutet es an, sie spricht es nicht an und der Typ kommt selber drauf, dass sie vielleicht angepisst ist. Deswegen. Und dann dachte er, ey, wir gehen jetzt ins Whoopie Funland oder so. Und dann machen die dann Roadtrip hin. Und ja, wie man sich denken kann, in diesem Roadtrip geht viel schief. Und der Film ist schlecht wie Sau, aber echt, ich hab echt oft laut gelacht bei diesem Film. Ich bin ja, also ich lache ja auch bei Kindsköpfe total. Egal wie schlecht und dumm die Filme sind. Also nicht bei allem, was in diesem Film vorkam, aber bei vielen. Und so ist der Film auch. Also wenn das ist so geil. Nee, das darf ich nicht spoilern. Aber die kaufen sich ein Auto, das ist irgendwie ein aserbaidschanischer Tamran oder so, der einfach, so die Fernbedienung ist halt voll mit Knöpfen, wo die nicht wissen, wofür die ist. Und da ist auch ein Knopf, auf dem ist einfach ein Hakenkreuz drauf, so. Und, das ist halt so bescheuert, ne? Diese Szene, wo dir dieses Auto vorstellt, das ist so geil. Und davon gibt's halt mehrere, die dann auch einfach immer bescheuerter werden. Also, die Witze hören dann nicht plötzlich auf, so wie es halt so, oh, ein schlechter Witz, jetzt ist so, wow, was ein Billo-Witz. Und die werden, die hören einfach nicht auf. Die Witze werden immer absurder und es wird immer lächerlicher. Das ist einfach nur,
Ich habe mich da so weggelacht, ey. Wirklich, da gab es halt auch viel Scheiße bei, was ich gar nicht lustig fand, aber der Großteil war einfach nur lustig. Also ich habe den Film angefangen und ich glaube, nach 5 Minuten oder so habe ich mich entschieden, alles klar, das will ich nicht weitergucken. Ja, irgendwie, es fing schon in der Flugzeugszene an, das war direkt zu Beginn, glaube ich. Und ja, da war das die so war schlecht, klar. Ey, die war schlecht. Also ja, genau, das war doch mit den Turbulenzen, oder? Ach, nee, ich habe keine Ahnung. Ja, mit den Turbulenzen, wo er zu der Frau geht und dann sind Turbulenzen und er fällt die ganze Zeit mit den Händen voraus auf ihre Brüste. So, das ist schlecht. Also das ist echt das ist ein schlechter richtig. Start. Aber wenn dann weiterguckt, ey, das mit dem Auto ist so geil und da passiert noch so viel Scheiße mit diesem Auto. Treffen dann auf einen Einwohner, der so eine Ratte auf dem Rücken hat. Und dann so, ach, und dann unterhalten die sich ganz normal. Ach, übrigens, schöne, zahme Ratte da. Ratte? Was denn für eine Ratte? Oh mein Gott. Das ist so dumm. Das ist so, wow. Okay, der Typ wird ja wissen, wo er uns hinführt. Der weiß ja noch nicht mal, dass der eine Ratte auf den Schultern hat. Das ist so richtig dumm. Ich weiß nicht, warum ich das lustig finde. Aber es, ich weiß nicht, in dem Film hat es mich abgeholt. Sowas also ich weiß nicht, ich finde deine Erklärung finde ich schon ziemlich lustig. Ja, also alleine, wirklich, alleine wie du es erklärst, finde ich lustig. Ja, also ist, also das ist echt bescheuert. Also da ist ein Witz, da würde ich sagen, da lacht jeder, da geht es um einen Navi. Aber ich will ja jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Alle Witze zu spoilern ist ja irgendwie dumm. Das stimmt. Ich habe tatsächlich nichts. Das war auch alles, was ich geguckt habe. Boah, habe ich dich jetzt gerade unterbrochen? Ich habe ja, gerade nur noch egal. Irgendwie so... Ich hab nur noch so... Ja, sowas habe ich gehört. So. So, ich höre einfach alles. Ja, ich zerstöre alles. Nee, ich höre euch halt so abgehakt. Ja, unsere Internetverbindung, das muss man jetzt vielleicht auch nochmal sagen. Das gilt auch für die letzte Folge, wo wir es leider nicht erwähnt haben. Aber unsere Internetverbindung ist anscheinend momentan nicht so toll. Und ich glaube, das hat mehrere Faktoren, unter anderem, dass ich halt in einem Zimmer sitze, das halt noch nicht komplett eingerichtet ist und das Internet dementsprechend, ja, noch nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll, beziehungsweise die Verbindung zum Router. Genau, verzeiht bitte, falls es hier einige merkwürdige Aussetzer gibt, die dann so auch irgendwie gar keinen Sinn ergeben und vielleicht für ein paar Audiostörungen, das wird auf jeden Fall in den nächsten Folgen viel, viel besser. In dieser Woche, heute, am 8.7., wird in den deutschen Kinos starten. Zum einen ein ganz großer Film wie Black Widow. Wir haben Die Croods, alles auf Anfang. Und täglich grüßt die Liebe. Genau, das sind die Filme, die diese Woche neu starten. Also auf Black Widow freuen wir uns alle, glaube ich, oder? Ja, ja. Also, ja, Marvel, ja, bitte, mehr. Mhm. Ich habe richtige Fußerscheinungen. Und ich weiß ganz genau, also sagen viele, ich habe keinen Bock mehr auf Superhelden und bla 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 bla. Aber ich weiß nicht, ich habe Entzugserscheinungen, ich will ganz viel Marvel haben. Ja, auf jeden Fall. Mir geht es da genauso. Das ist halt, Black Widow juckt mich so gar nicht. Ich guck's eigentlich nur, damit ich halt irgendwas habe. Ich das guck's ist wegen, bei mir. Wegen David Harbour. David Boah, Harbour. Den mag ich gar nicht. Ich liebe ihn. Ich fand den vorher schon nicht so geil und in Hellboy hatte, also obwohl er es nicht schlecht gemacht hat, ich weiß nicht, Danke. Der Film hat... David Harbour war in dem, Entschuldigung, wenn das jetzt wieder, ne, aber David Harbour war in dem Reboot von Hellboy das einzig Gute. Und alles war schlecht, alle anderen Schauspieler waren schlecht, das Drehbuch war schlecht, Regie Ian McKay, war schlecht, ey. Aber David Harbour war gut. So, sorry. Ja, das stimmt. Boah, der ganze Film. Den haben wir ja zusammen geguckt, John, ne? Ja, weißt du noch, wie wir da rauskamen und John so komplett emotionslos guckt mich an. Der war nicht gut. So, ja, gut. Ich hab mir direkt gezeigt, wie gut der Film dich abgeholt hat. So, ich wusste das beim Aufstehen schon. Der war auch nicht gut. Da sind wir nach einer Schicht reingegangen, ne? Ja, genau. Ich hab's schon mal gesagt und ich sag's auch wieder, die hätten den dritten Hellboy mit Ron Perlman machen müssen. Ja, auf jeden Fall. Statt ein Reboot. Fall. Ich sehe das genauso, aber Ja, Guillermo del Toro ist halt so, ich weiß nicht, warum er das nicht gemacht hat. Ich finde das so schade, aber sehr wahrscheinlich werden einfach ganz viele andere Projekte auf seinem Tisch gelegen haben. Also ich habe das ein bisschen auf Facebook verfolgt und es war wohl so, dass sowohl del Toro als auch Perlman Bock drauf hatten, nur das Studio wollte es nicht. Okay. Ja, dann ist es ja meist auch so, dass diese Sache noch kommt. Wenn alle Bock drauf haben, dann... Also wenn Es gab sogar Petitionen. Also Hellboy 3 ist begraben. Das wird es nicht mehr geben. Das ist vorbei. Das ist, da müssen wir mit leben. Ja, okay, ich meine... Aber dafür gibt's Black Widow. Ja, richtig, genau. Wie sind wir jetzt gerade schon wieder zu... Das ist einfach so heftig.
Ja, unser eigentliches Thema war jetzt Black Widow und wir sind ganz woanders gestrandet. Aber ist nicht schlimm, wir sind jetzt wieder zurück auf dem Pfad. Worum geht es in Black Widow? Wisst ihr das? Man hat eigentlich gar keine wirkliche Ahnung, oder? Ja, es ist halt das ja. Was heißt Prequel, ist es ja nicht wirklich. Es findet ja zwischen den Marvel-Filmen statt. Ich glaube, nach Civil War soll das spielen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt mal ganz viel spekulieren sollte, also einmal ist es natürlich auch ein schöner Abschied noch von Black Widow. Und zum Zweiten könnte ich mir vorstellen, dass da jemand Neues eingeführt wird, der quasi in ihre Fußstapfen tritt. Ich habe hier folgende Informationen vor mir liegen, und zwar wird es in, ich habe tatsächlich die Inhaltsangabe hier, es wird in Black Widow darum gehen, dass Natascha Romanoff in den USA lebt. Das alles spielt halt Jahre, nachdem sie zu einer Black Widow ausgebildet wurde. Und jetzt in den USA möchte sie herausfinden, was mit ihrer Familie passiert ist. Ja, und auf ihrer Suche trifft sie auf die Black Widows. Und unter den Black Widows, also unter den anderen Agentinnen, befindet sich ihre Schwester. Und da fragt sich Natascha Romanoff, hä? Was? Wieso ist meine Schwester denn hier am Start? Genau, darum geht's in dem Film. Und der große Antagonist des Films ist der Taskmaster. Der Taskmaster ist einfach eine der coolsten Marvel-Figuren überhaupt. Kennt ihr den? Wisst ihr, was der macht? Was seine Superfähigkeit ist? Den kenne ich gar nicht. Nein, ich kenne die Comics gar nicht. Ja, und zwar ist der Taskmaster jemand, der sich einen Gegner oder eine Figur anguckt für eine gewisse Zeit. Und, also zumindest war es in den Comics so. Ich weiß nicht, wie das jetzt in den Marvel-Filmen sein wird, wie er das dort macht. In den Comics war es so, dass er sich dann halt Leute angeschaut hat für eine gewisse Zeit und deren Bewegungen 1:1 übernommen hat oder übernehmen konnte. Er konnte aber auch immer nur einen Charakter sozusagen nachstellen. Er konnte jetzt beispielsweise nicht wie Captain America kämpfen, also was er dann natürlich kann, ne? Und zeitgleich aber wie Shang-Chi kämpfen. Er konnte halt immer nur wie eine Person sein in seinen Kurze Bewegungen. Zwischenfrage? Ja. Gilt das für körperliche Angriffe oder auch für Magie? Das gilt, glaube ich, nur für körperliche Angriffe. Und im Trailer sieht man ja auch, wie so ein Typ in der Rüstung, das ist der Taskmaster, der hat so ein Skelettgesicht in den Comics und hier in Black Widow hat er so einen Helm auf mit einem Totenkopf, beziehungsweise so, egal, das sieht man ja. Und da tritt er auf ein Schild und fängt das so auf wie Captain America. Das liegt daran, dass er sich seine Fähigkeit abgeschaut hat, in diesem Augenblick jedenfalls, in dieser Szene. Ja, also wenn SuperheldInnen gegen den Taskmaster kämpfen, dann treffen sie da meist auf andere Superhelden. Und das ist ein Problem. Denn wer kämpft schon gerne gegen sich selbst? Also der kämpft nur gegen sich, also es ist jetzt nicht so, dass in Black Widow zum Beispiel der Taskmaster zufällig gerade Thor so abgedingst hat, obwohl Thor wäre ja. Nee. Es kann ja sein, dass er irgendwie in einer Rückblende oder so zuletzt sich Thor angeschaut hat. Ja. Ich habe keine Ahnung. Also, ne, also nur als Beispiel. Ich glaube nicht, dass das sein wird, dass man jetzt Thor als Vorlage genommen hat, aber die Szene im Trailer deutet ja schon darauf hin, dass er sich den Kampfstil von Captain America abgeschaut hat. Jo. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Da bin ich. Ich muss sagen, dass der Film, also wirklich, dadurch, das ist nur, weil das Marvel ist, ne, der Film hat ja natürlich, also alleine ist natürlich bescheuert, aber ich weiß nicht, warum wird der gemacht? Was meint ihr, der hat irgendwie einen Sinn im MCU? Weil ich glaube jetzt nicht, dass Kevin Feige einfach sagt, ja, jetzt kommt hier noch der Romano-Film, weil wir haben da, damit wir die ja nicht alle Zitzen übersehen, sondern er wird sich hoffentlich was dabei gedacht haben. Also, wie gesagt, ich spekuliere darauf, dass jemand Neues eingeführt wird. Und wenn es nur der Antagonist des Taskmasters ist, ist ja auch meint schon er eine, echt? Ich kann mir das gut vorstellen. Ja. Der Taskmaster ist ein steter Gegner der Avengers. Zumindest in den Comics. Ja. Okay. Ich dachte jetzt, vielleicht gibt es da irgendwie schon so Andeutungen, weil es ist ja zum Beispiel gewesen mit Doctor Strange, der baut ja auch auf anderen Marvel
Oder wird aufbauen, ne? Ja, oder wird aufbauen. Auf Spider-Man Homecoming. Ich spekuliere eher auf Florence Pugh. Also ich könnte mir vorstellen, dass Florence Pugh da eine Rolle spielen wird. Aber also so gut die auch als Schauspielerin ist, ne, die ist ja großartig, aber die ist mit in zu vielen Sachen gerade. Ist für mich wie Anya Taylor-Joy. Kann ich auch nicht mehr sehen. Die nerven mich mittlerweile. Nee, ich bin da komplett konträrer Meinung, weil ich finde, dass gerade so etwas, auch Margot Robbie, die ja auch irgendwie in fast jedem Film zu sehen ist und ihre Rollen sind unterschiedlicher denn je. Aber genau das, meiner Meinung nach, macht auch eine gute Schauspielerin oder einen guten Schauspieler aus. Und dann habe ich da auch voll Bock drauf. Voll. Ja, nee, ich finde das irgendwie... Also, ich gönne denen das, aber ich kann das nicht, wenn ich die so oft sehe. Das gibt halt nur ein paar Schauspieler, wo ich das... Jackson und Johnny Depp. Die könnte ich mir echt 50 Mal im Kino angucken im Jahr. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Fighting with My Family gesehen und kurze Zeit später Midsommar und ich habe nicht mal gecheckt, dass es die gleiche ist. Echt? Ja, das ist krass, ne? Vielleicht bin ich da auch eigen, aber ich weiß nicht. Also bei irgendwie, wenn die zu häufig auf einen Schlag kommen, bin ich ein bisschen dem Gesicht überdrüssig. Das klingt so fies. Du brauchst Abwechslung. Ich fühle mich in dem Moment halt so, ich sehe dann irgendwann, sehe ich halt die Schauspielerin und nicht mehr ihre Rolle, egal wie gut die das performt. Ich weiß nicht, warum das so in meinem Kopf drin ist. Und das ist das Problem. Also ich sehe jetzt mittlerweile halt nur noch, schon wieder Florence Pugh. Ich sehe nicht, die Rolle und Florence Pugh macht die geil. Sondern, Florence Pugh, ja, wen spielt ihr denn jetzt? So, weil ich die halt 30 Filmen jetzt gesehen habe in den letzten Jahren gefühlt. Aber ich finde die schauspielerische Leistung, sich eine Rolle in eine Rolle zu verwandeln, dass man dann wirklich den Schauspieler oder die Schauspielerin nicht mehr sieht, das finde ich ja, macht das gute Schauspiel halt aus. Und wäre das auch jetzt auch so, wenn, weil man kann ja zum Beispiel nicht bestreiten, dass beispielsweise, keine Ahnung, Samuel L. Jackson ein guter Schauspieler ist. Das kann man ja nicht bestreiten. Ja, genau. Aber bei Samuel L., ich weiß nicht, weil ich den halt einfach so geil finde, aber zum Beispiel Leonardo DiCaprio, der ist ein großartiger Schauspieler, trotzdem, also ich renne auch jetzt noch in den Kinos für den, weil er sich halt exklusiv hält. Den sehe ich nicht 30 Mal im Jahr, weil das wird mich super stören, weil ich dann jedes Mal immer nur Leonardo DiCaprio sehe. Ich sehe auch, ich weiß nicht, in Leonardo DiCaprio-Filmen gehe ich auch fast ausschließlich, aber auch zum Großteil, weil er Leonardo DiCaprios Gesicht da drauf ist. Und da ist mir in dem Moment ja egal, wie geil die Rolle ausgearbeitet ist. Und die meisten Filme gucke ich aber dann jetzt so, dass ich halt einfach nur lese, worum es geht und gar nicht auf die Schauspieler achte. Aber wenn da so ein Gesicht ist, was ich dieses Jahr schon 20 Mal gesehen habe, dann sehe ich halt die SchauspielerInnen und nicht mehr die Rolle, für die ich ins Kino renne. Und das ist es. Na, ich verstehe. Also zum Beispiel, wird Leonardo DiCaprio jetzt 20 Filme machen, dann, obwohl er großartig ist, wird er mir auch überdrissig. Ich finde, immer wenn ich den sehe, sehe ich halt, das ist halt Leonardo DiCaprio, ne? Es ist halt wie mit den Tarantino-Filmen, wenn man es jetzt mal wieder Tarantino anspricht. Aber es ist nicht so, dass in jedem Jahr ein neuer Tarantino-Film kommt. Genau. Obwohl, das könnte ich. Das würde ich hinkriegen. Aber ist ja auch nochmal besonders. Was Besonderes. Ja, auf jeden Fall. Für dich auf jeden Fall. allgemein, das MCU, das MCU hat sehr, sehr viele Schauspieler, wenn ihr euch das mal vor Augen haltet, was für grandiose SchauspielerInnen dabei sind. Das ist einfach echt heftig. Die haben jeden. Aber da muss man mal sagen, teilweise ganz kleine Rollen, wo du gar nicht mehr dran denkst, dass der überhaupt mit dabei war oder die. Wie zum Beispiel Hugo Weaving, Elrond. Elrond hat einfach in einem Marvel-Film mitgespielt. Und er gehört Gollum dazu. Einfach auch. Ja, richtig. Ja. Aber man muss auch sagen, gerade die Hauptrollen, es ist nicht so, dass die sich geile Schauspieler geholt haben, sondern die haben gesagt, wir nehmen jetzt Schauspieler und danach wurden die geil. Also natürlich Chris Evans und Chris Pratt und Chris Pine und Chris Hemsworth hat man natürlich alle schon gehört, aber so, da ging es ja dann richtig los mit deren Karrieren und bei Florence Pugh jetzt nicht. Aber zum Beispiel, ist schwer zu sagen. Aber wenn ich mir das so angeguckt habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass gerade dass die jetzt so, man denkt immer, ja, voll die geilen Schauspieler, aber gerade in Marvel sind die halt so krass in unseren Köpfen. Ja, aber mir geht's eher um die kleinen Rollen. Also es gibt
Schauspieler und Schauspielerinnen, die sind halt, also die tauchen nur kurz auf, nur für einen Film oder nur für eine ganz kurze Rolle. Und du denkst da nicht mehr dran. Und dann guckst du den Film wieder an und denkst so, ach, verdammt, der hat da mitgespielt oder verdammt, die war ja auch dabei. So, halb Hollywood hat bei Marvel mitgespielt. Ja, das ist so heftig, ne? Und es gibt so viele Spekulationen, wo ich so, dass zum Beispiel Henry Cavill eine Rolle übernehmen soll oder so. Und jetzt kommt mit den Eternals, kommt Angelina Jolie. Aber ich sehe Angelina Jolie einfach total gerne. Mhm. Ich mag die Frau, ich finde die toll. Und ich freue mich und ich bin gespannt, wen die alles noch einfangen, ja. Also ja. Das ist einfach, das macht für mich mittlerweile Teil der Spannung aus. Also ich weiß, ich bin jetzt hier das totale Fangirl bei Marvel, aber das macht für mich auch Teil der Spannung aus. So wer da noch kommen könnte und welche Rolle der übernimmt und Ja, Marvel, ich will ganz viele Filme. Leonardo DiCaprio sagte mal, dass er niemals in einem Marvel-Film mitspielen würde, beziehungsweise in einem Superhelden-Film. Und dann kam aber die Nachricht, dass er es doch machen wird, aber auf andere Weise. Er wird sehr wahrscheinlich nämlich Stan Lee verkörpern. Er wird in der Biografie, im Biopic von Stan Lee eine Rolle spielen. Zumindest war das eine Aussage, zumindest war das eine Schlagzeile. Wie viel da jetzt immer noch von übrig ist, ist natürlich die andere Frage. Ja. Und das ist das Geile an Leonardo DiCaprio. Das ist der Unterschied zwischen ihm und Florence Pugh. Das ist so, dass er sagt, nee, ich bin nicht im Marvel-Film, weil ich will mich exklusiv, weil ich finde das geil. Ja, denkt überhaupt noch einer dran, dass zum Beispiel Sylvester Stallone bei Ja, Guardians das ist auch mein Lieblings-Cameo. Das wollte ich euch auch fragen, welcher euer Lieblings-Cameo ist. Sylvester Stallone. Wo kam der denn nochmal vor? Guardians of the Galaxy 2. Ach ja, stimmt. Der Piraten-Chefs gespielt. Ja. Also, stimmt. Das ist so der Einzige, an den ich mich sogar erinnern kann. Ich habe keine Ahnung, wer alles da war, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, welches mein Lieblings-Cameo ist. Ich müsste da jetzt drüber nachdenken. Habe ich mir noch nie zurechtgelegt. Aber ich finde es immer richtig cool, wenn... Das war ja gerade zu Beginn, als es sich noch nicht so wirklich etabliert hatte, dass in einem Marvel-Film dann auch irgendwie dass das so übergreifend war. Also, dass auf einmal in einem Thor Captain America zu sehen war. Mhm. Das fand ich dann immer so, wow, hast du das gesehen? Ja, das fand ich mal cool. David Hasselhoff zum Beispiel. Okay, wo, wann? Auch Guardians of the Galaxy. Okay. Wow. Kurt Russell, Guardians of the Galaxy, fand ich auch krass. Kurt Russell hat sogar eine ja, ist zwar keine kleine Rolle gespielt, aber ne? Ja, aber so, das ist ja. Kurt Russell. Ja, generell, die Antagonisten werden voll oft geil besetzt. Oder hier, Matt Damon in Thor Ragnarok. Ja, stimmt. Matt Damon war cool. Und das ist genau das. Das war geil, Du denkst da gar nicht mehr dran. Du guckst auf so einen Film und denkst so, oh ja. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich liebe das. Ja, jedenfalls, es startet heute in den Kinos Black Widow. Ihr seid bestimmt genauso gespannt drauf wie wir. Zum Cast zählt unter anderem, wir haben gerade schon einige Namen davon genannt, aber neben Scarlett Johansson spielt David Harbour, Florence Pugh, O.T. Fackbattle. O.T. Fackbattle? Was ist das denn für ein Name? Ich habe keine Ahnung. Allergeilste Künstlername, den ich je gehört habe. Ja, das ist ein bürgerlicher Name. Hallo, ich bin O.T. Fackbattle. Also der heißt auch eigentlich Ola Tunde, Ola Teju, Ola Lurun Fackbattle. What? Ach, der hat drei Vornamen mit O. Ich glaube, O.T. Fackbattle. Ah, ich habe nichts eingegeben und habe das automatisch gekriegt. Ey, die NSA, Alter. Das ist doch ganz oft so Sachen. Man denkt es und kriegt es auf einmal auf Google vorgeschlagen. Was soll das denn? Aber die Verrückten, naja. Also warum sollte die National Security of America irgendwie... Steht das nicht für NSA? National Security of America? Müsste nicht vielmehr die wie ist der deutsche Nachrichtendienst nicht
Deutscher Geheimagentenbund. Nee, warte mal. Deutscher Geheimagentenbund, wie lame klingt das? Deutscher Geheimagentenbund finde ich gut. Ja, irgendwie heißen die doch hier unsere. Das ist nicht der Deutsche Geheimagentenbund, das ist der Bund der deutschen Geheimagenten. Wie geil. Nee, mit dem haben wir nichts zu tun. Aber, also ich glaube, ja, das ist so ein Bund, das wäre ja voll, das ist ja wie so ein Club. Stell dir mal vor, du weißt dich dann aus. Guten Tag, ich bin Herr Dings vom Deutschen Geheimagentenbund, ich möchte hier gerade Geheimagent werden. Oder sein. Ein bisschen rumgeheimagenten bei euch. Ja, Spionieren aber heißt das, so? Nicht Geheimagent. Spionieren, ja. Ich glaube nicht, dass ein Spion oder ein Agent, dass der sich ausweist, wenn er irgendwo gerade spioniert. Wie bescheuert wäre das denn? Das wäre sehr, sehr kontraproduktiv eigentlich. So, ja, hallo, ich spioniere gerade. Guten Tag. Wobei James Bond tut das. Wie ist der Name? Ich bin James Bond. Ja, eigentlich ist es auch doof. Also, ne? Eigentlich, die wissen doch eigentlich alle, dass der so, naja. Ja, kein Wunder, dass der in den letzten Filmen so abkackt. Jetzt kriegt er das mal alles zurück, seine Blüte. Ja. Vielleicht sollte er mal seine Strategie ein bisschen überdenken. Sorry. Ja. Und immer sterben seine Girls da. Und er wundert sich nicht. So, vielleicht, weil er gar kein so guter Geheimagent ist. Ja gut, seine Girls. So. Naja. Genau, und einen Namen haben wir auf der Liste vergessen, und zwar Rachel Weisz. Habt ihr irgendeinen Film die Mumie wow. auf dem Schirm mit Rachel Weisz? Nein, aber wo wir gerade bei James Bond waren, die ist ja mit James Bond verheiratet. Ach, crazy, okay. Das ist das eine sehr gute Überleitung eigentlich. Eine verpasste Überleitung, die ich da vor mir hatte. Ja, okay. Nö, dann kenne ich das nicht. Einer meiner Lieblingsfilme, also im weitesten Sinne Lieblingsfilme, aber ich gucke ihn sehr gerne, Konstantin. Da spielt Rachel Weisz mit. Ja. Ich mag Konstantin tatsächlich nicht. Wusstest du, dass Konstantin zum DC-Universum gehört? Nee. Also ich wusste, dass es eine Comic-Vorlage ist. Ich habe mich aber, wie gesagt, ich kenne die ganzen Comic-Vorlagen nicht und ich muss auch sagen, ich interessiere mich nicht so ganz dafür. Ich habe es mal versucht. Ich glaube, mein Lieblingscomic war tatsächlich, also von all denen, die ich mir angeguckt habe, war Swamp Thing. Den mochte ich echt. Aber ansonsten kann ich mit Comics tatsächlich nicht so viel anfangen. Aber ich weiß, dass es damals einen großen Aufschrei gab, weil halt Keanu Reeves Konstantin spielte und der so gar nicht nach der Comic-Vorlage aussah und. Mhm. Ich gucke ihn trotzdem sehr gerne. Also ich glaube, ich fand ihn solide. Ich fand ihn jetzt nicht bahnbrechend. Ja, zu dem Zeitpunkt, als ich ihn gesehen hatte, wusste ich auch gar nicht, dass es eine Comic-Verfilmung ist. Punkt. Genau. Was ich auch nicht so weiß, ist zum Beispiel, wie der Vorgänger des Films Die Croods, alles auf Anfang ist. War das eine gute Überleitung? War das okay? Habe ich das so? Das ist okay. Ja, war super. Ist okay, ja, okay. Hier hast du einen Keks. Danke. Alles auf Anfang, Die Croods, ist der zweite Teil oder der dritte Teil? Okay, warte mal kurz. Ist der zweite Teil. Zwei. Wie heißt die Der Animationsfilme? Aus dem Hause DreamWorks. Und es geht darin um eine Steinzeitfamilie. Und ja, habt ihr den ersten Teil gesehen? Ich habe ihn gesehen, aber ich kann mich an kaum Sachen erinnern, weil ich wirklich jung war. Aber ich glaube, ich fand den ganz gut. So, weil es ist ja auch eine coole Geschichte so, die Menschheit, die dann plötzlich auf einmal kapiert, dass die Welt gar nicht so klein ist, wie sie denken. Und dann auf einmal voll hier das Familienabenteuer erleben. Also eigentlich so eine coole Grundstory. Und Nicolas Cage spricht eine der Rollen. Und also, das war der Grund, weshalb du es geguckt hast? Boah, nee, da war ich eh zu jung, um extra für Nicolas Cage ins Kino zu rennen. Aber ich hab's gerade gefunden. Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds und Peter Dinklage. Wow. Oh, cool. Das ist echt ein cooler Cast. Ja. No. Boah, dann würde ich mir gar nicht als Animationsfilm angucken. Dann würde ich mir lieber so angucken, mit den vier Leuten, wie die da ein Team bilden. Wie geil wäre das denn? Und dann werden die da so. Überleg mal, Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds und Peter Dinklage spielen Höhlenmenschen, die einfach in so eine neue Welt geworfen werden. Wie geil wäre denn das, bitte? Lass mal eine Petition starten, dass der Film einfach in Live-Action rauskommt. Dann würde ich mir ja direkt angucken. Nicolas Cage und Peter Dinklage, ey, wie geil. Ja, auf jeden Fall. Ich habe es leider nicht gesehen, aber ich würde es mir tatsächlich mit auf die Watchlist setzen, weil ich
mag so Animationsfilme. Wenn nicht die ganze Zeit gesungen wird, dann mag ich Animationsfilme. Aber DreamWorks sind ja jetzt nicht so die Singer, oder? Ich glaube, das ist ja mehr so Disney. Ich glaube, DreamWorks ist auch ganz stark Gesang. Wenn wir jetzt mal, warte mal, wie hieß der Film? Wobei, wurde da sehr viel gesungen? Weiß ich jetzt auch nicht genau. Wartet, wir haben zum Beispiel Monsters vs. Aliens von DreamWorks. Da wurde natürlich nicht gesungen. Boss Baby. Die haben außerdem die Abenteuer von Mr. Peabody und Sherman gemacht und das war so großartig. So großartig. Ich liebe diesen Film. Ich kann mich daran erinnern, dass in Madagaskar gesungen wurde, aber nur ein Lied. Ja, ja, aber okay. Also Musicals machen die nicht. Das ist ja mehr ein Disney-Ding, die Disney-Musicals. Ja, das stimmt. Das stimmt. Boah, ich finde, der coolste Film von denen ist Die Straße nach El Dorado. Den kennt kaum einer. Was? Aber, hast du nicht gesagt, du bist so ein großer Drachenzähmen-Leichtgemacht-Fan? Oder war das nee, dumm? Das war dumm. Nee, die finde ich. Okay. Nicht mal, die finde ich nicht gut sogar. What? Ich meine, ich habe nur den. Langweiligkeil. Ich glaube, bis Mitte des zweiten Teils geschaut. Aber ich fand die auch. Ich fand die gut. Aber ich glaube, du mit dem, was du gerade gesagt hast, dummes Gefühle verletzen wirst. Ja, aber also, das heißt nicht gut. Ich finde die halt langweilig, weil ich Animationsfilme fast immer langweilig finde. Das muss schon eine coole Animation sein. Du bist also, ein Typ wie mein Freund. Du bist mein Freund weigert sich auch standhaft, immer Animationsfilme zu sehen, weil das Kinderkram ist. Nee, ist darum es geht's nicht. Das ist so. So, das berührt mich einfach nicht. Irgendwie ist es nicht die Art Story, die ich gerne, also die mich fesselt, so an die meisten Animationsfilme. Ich weiß, zu wenig Blut. Nee, nicht das. Irgendwie so alles daran. Das ist mir irgendwie zu. Ich finde nicht, dass das Kinderfilme sind, aber die sind mir zu kindgerecht. Okay. Ja. Also ich guck schon Kinderfilme, aber irgendwie ist das einfach nichts, was mich packt. So, dieses schöne, hey, ja, so das sind ja Familienfilme. Und so das will ich halt nicht. Irgendwie so, die gehen die immer gut ausgehen, die immer. Herz. So, ja, ich sehe das auch so. Nee, also das berührt mich kein Stück. Ich gehe auch halt nicht ins Kino, um mich, um mit einem warmen Herz da rauszukommen, sondern um mich dann, so. Du gehst ins Kino, um da rauszukommen so, und sagst, Blut, ich will ihn umbringen. Nee, wenn ich mit guter Laune aus dem Kino raus will, dann gucke ich mir halt sowas wie Peanut Butter Falcon oder so an. Oder auch Nomadland, wie letzte Woche. Okay. Und halt nicht, keine Kinderfilme. Also keine Animationsfilme, also Familienfilme. Harte Animationsfilme gucke ich aber. Und den Spongebob. Okay, was ist jetzt ein harter Animationsfilm? Boah, ein harter Animationsfilm. Also, ja, so zum Beispiel so Batman-Filme zum Beispiel. Das ist zwar nichts Hartes, aber zum Beispiel die Ghibli-Filme, die kommunizieren auf so eine ganz andere Weise. Das sind ja auch Familienfilme. Also Kinderfilme sind es ja irgendwie nicht. Aber vielleicht Familiendramen, oder? Ja, genau. Und die kommunizieren das einfach irgendwie so viel fesseln da, sodass ich da wirklich drin bin. Und das passiert bei mir einfach bei keinem dieser amerikanischen Familienanimationsfilme. Das ist auch immer, also auch wenn sich die Animationsstile unterscheiden, irgendwie ist das immer so halt dieses, ja, Amerika, kurz, so Amerika-Familienfilm-Animationsding bei den meisten. Also natürlich gibt es da Ausnahmen. Sowas wie die Croods und Drachen ziemlich leicht gemacht sind halt für mich, da ähneln sich die Animationen voll für mich. Ich sehe da natürlich Unterschiede, aber irgendwie muss ich da immer direkt an diese ganze Branche denken, die alle irgendwie in so eine Art animiert. Halt dieses komplett computeranimierte, sich einfach haltende und so. Und das, da bin ich dann schon meistens genervt. Das ist bei dir wahrscheinlich so wie bei mir die Horrorfilme. Also du siehst da ein Schema, das sich immer wieder wiederholt. Und das habe ich zum Beispiel mit den Horrorfilmen. Obwohl ich total gerne Horrorfilme sehe, bin ich von den meisten gelangweilt, weil es halt immer dasselbe Schema ist, nachdem es abläuft. Und da bin ich tatsächlich, bei Animationsfilmen ist das ähnlich, aber die kriegen mich jedes Mal. Oder ganz oft, nicht jedes Mal, aber ganz oft. Ich bin jetzt kein großer Fan zum Beispiel von Die Eiskönigin. Ich weiß, dass jeder den liebt, ich aber nicht. Aber trotzdem sowas wie Coco oder so oder Drachenzähmen leicht gemacht oder The Incredibles, keine Ahnung, you name it. Ich weiß, das ist dasselbe Schema, ich weiß im Prinzip, was da passiert, aber die kriegen mich dann jedes Mal tatsächlich.
Also Coco, muss ich auch sagen, fand ich nice, aber da ist auch einfach irgendwie dieses Mexiko-Setting und digital, also das war cool. Und auch die ganzen anderen Filme, das sind ja keine schlechten Filme, ne? Es ist ja wirklich, also ich habe die auch als Kinder geliebt, ne? The Incredibles, den Film konnte ich als Kind auswendig. Nur jetzt ist es halt einfach nicht mehr das, wofür ich ins Kino renne. Also ich würde jetzt auch keinen der Filme schlecht reden. Vielleicht kommt das irgendwann wieder, dass du sagst, ich glaube, ich habe jetzt voll Bock auf Kinder, beziehungsweise nicht Kinderfilme, sondern Familienfilme. Vielleicht kommt das irgendwann wieder, wenn du ein bisschen älter geworden bist und vielleicht selber dann... Und selber Kinder hat. Genau, ja. Und selber Kinder hast. Die Croods, Alles auf Anfang, ist auf jeden Fall ein Film für groß und klein und findet dann auch seinen Weg in die großen Kinohallen am 8.7., worum es in Die Croods, Alles auf Anfang geht. Also, in Die Croods geht es darum, dass unsere Geliebte, unsere sympathische, durchgeknallte Steinzeitfamilie, wie gesagt, ich habe den ersten nicht gesehen, ich vermute es nur anhand des Trailers, dass sie eben diese Eigenschaften in sich tragen, nach draußen gehen, in die große, weite Welt und plötzlich auf eine Familie treffen, die vielleicht einen Schritt weiter sind als sie, zumindest augenscheinlich. Genau. Und darum geht es. Es geht um die Annäherung dieser zwei Familien, die sich im ersten Augenblick sehr unterschiedlich anfühlen. Genau. Es geht sehr wahrscheinlich ganz viel um Freundschaft, um Verständnis, Akzeptanz, aber auch um jede Menge Spaß. Jo, und dann kommen wir zum letzten Film heute. Und täglich grüßt das... Na fuck, ich wollte jetzt einfach täglich grüßt das Murmeltier sagen. Und täglich grüßt die Liebe. Ja, also der Titel fuckt mich schon ab, aber gucken wir mal. In dem Film geht's um Teddy, der ein ziemlicher Faulenzer ist und alles so, was er heute, also so nach dem Motto, machst du heute nicht, machst du morgen. Und als er heiratet, findet er sich in einem Paralleldasein wieder. Also in dem wenige Minuten ein ganzes Jahr seines Lebens ausmacht. Danach denkt er, also ist das ein Spoiler oder was? Aber auf jeden Fall, danach denkt er, dass er keinen Augenblick in seinem Leben mehr nutzlos verstreichen lassen will. Ich weiß nicht, ist das nicht irgendwie so die Konsequenz dieser Handlung oder meinst du, da geht's erst los? Tatsächlich, ich habe mir den Trailer angeguckt. Eigentlich wollte ich den schon, ich wollte ihn an vielen Stellen pausieren und dachte mir aber immer wieder so, boah, irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das gerade cool finden soll. Irgendwie finde ich das cool. Und dann habe ich den Trailer immer weiter geschaut und ich so, fuck, jetzt habe ich mich selber gespoilert. So ein Mist. Denn tatsächlich ist das, was du jetzt gerade vorgelesen hast, schon, also das Endding, ich glaube, dass das schon ein bisschen weiter im Film ist. Aber wie... Huh. Ja, die Sache der... Warum? Trailer. Ne? Das ist echt... Also, ich glaube, dass dieser Film gut ist. Aber es ist so dieses typische Klick, dieser typische Klickfilm, also nicht typischer Klickfilm, als wäre das ein Genre, aber der Film Klick, viele haben den wahrscheinlich jetzt auf dem Schirm. Es geht darum in Klick, dass eine Fernbedienung die Zeit entweder zum Stillstand bringt oder vorspult. Und dasselbe haben wir hier. Ja. Also ich habe Klick nicht gesehen. Okay. Aber ich muss sagen, dass mich Und täglich grüßt die Liebe schon ein bisschen anspricht, nicht mal wegen dem Liebesthema, sondern weil ich ein Prokrastinationsprofi bin. Also ich find einfach so dieses, ich mag so Filme, wo du dann so einen kleinen Tritt in den Hintern kriegst. Mhm. Und ich glaube, das könnte sowas für mich sein. Ja, ich mag solche Filme tatsächlich auch so, wenn man dadurch motiviert wird, wenn man denkt, okay, alles klar, boah, so will ich nicht enden. das gibt einem etwas beim Schauen. Und das mag ich sehr. Ja, als ich The Raid geguckt habe, wollte ich danach direkt kämpfen, ey. Auf jeden Fall. Incredible Hulk. Du bist so lustig. Du bist so lustig. wenn man dich so sieht und wenn man mit dir spricht, dann bist du so... okay, ja, alles gut. So, und dann guckst du so Filme und dann kommt eine ganz andere Seite bei dir raus. Oh Mann, ey, ich habe so schön durch die Luft mich geprügelt nach The Raid. Ne? So, das ist so durch mein Zimmer gewatschelt, als ich den geguckt habe. Ne?
Ja, das ist die Magie der Filme. Ich bin aufs Bett geworfen, ey. Ja. Du hast dich aufs Bett geworfen und dann so ein Kuscheltier verprügelt. War, nee. Ich hab mir einfach Ohrstöpsel gemacht und zu irgendeinem Gitarren-Solo einfach mit der Luft geprügelt. Geil. Und das war geil. Also, ja. Ich war voll in dem Film drin. Ja. Naja. Ja, uff. Aber Teddy sag ich schon. Und täglich grüßt die Liebe. Ich glaube auch, dass es ein sehr schöner Film ist, der einen Denkanstoß gibt und von dem man auf jeden Fall ein bisschen Lebensphilosophie gespendet bekommt. Was es letzten Endes sein wird, das werden wir dann erfahren, wenn wir den Film gesehen haben. Ich werde ihn auf jeden Fall anschauen. Ich kenne niemanden, keine Person aus dem Cast. Habt ihr davon schon mal jemanden gehört? Rafe Spall? Rafe Spall? Zara Newman? Josh Lawson? Ronnie Ching? Ich habe gar keine Ahnung, wer das ist. Nee, sag keine mir auch Ahnung. Nein. Keine Ahnung. Regisseur in der Sache war mir das Gesicht, Josh Lawson. Wer ist Josh Lawson? Boah. Rafe Spall war ein Schauspieler. Warte mal. Josh Lawson spielt auch tatsächlich als Darsteller mit. Also er hat Regie und Regie Big geführt Freddy und spielt mit. Der war jetzt wohl in Mortal Kombat dabei. In dem neuen. Ach ja, Anchorman hat er mitgemacht. Und wisst ihr, wen er dort gespielt hat? Er hat dort Kano gespielt. Und dann oh macht mein Gott, er einen Liebesfilm. Ich will auch unbedingt sehen. Er hat einfach dort den Bösewicht gespielt, der am meisten rumgeflucht hat und am gewalttätigsten Todesversprechen abgegeben hat. Und jetzt macht er einen Film, in dem er selber mitspielt, der ein klares romantisches Ziel hat. Ja, aber wenn du mal in seine Filmografie guckst, der hat tatsächlich auch eine ziemliche Variation hier. Liebig. Ja? Liebig. Rafe Spall hat auch in voll viel Zeug mitgemacht. In Just Mercy, in Jurassic World 2, in Big Friendly Giant, The Big Short, The World's End, Life of Pi. Warum kenne ich diese Person nicht? Ach, und in Grindhouse hat er auch mitgemacht. Wow. Also das Gesicht kenne ich auch. Das Gesicht kenne ich auf jeden Fall auch. Hier, Men in Black International, den habe ich doch erst gesehen. Shaun of the Dead. Oh, ich bitte euch, ich liebe Shaun of the Dead. Ja, schon auf ja, der ist super geil. Hot Fuzz. Hot Fuzz hat er auch mitgespielt, was? Ja, Cornetto-Trilogie. Ja, Hooligans auch. Wow. Was ist das für ein Ende dieses Podcasts? Was ist das für ein Ende in diesem Podcast, in dem einfach nur noch so, wow, krass, und hat der noch mitgespielt? So, das geht jetzt vor einfach noch 20 Dingen, Minuten so. Vor allen Dingen outen wir uns gerade als absolute Profis. Absolute Vollprofis. So, hä, wer ist das? Hä? Ja, okay. Wie immer top recherchiert, wunderbar vorbereitet. wisst jetzt auf jeden Fall, was in dieser Woche startet, was so kommt. Und mit diesen Worten möchten wir uns gerne verabschieden. Auch von mir, ciao. Ja, dann verabschiede ich mich auch und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz oft im Kino. Ich finde auch, wir sollten uns auf jeden Fall viel, viel öfter im Kino sehen. Seid auf jeden Fall dabei in der nächsten Folge. Abonniert diesen Channel, wenn ihr mehr davon haben wollt. Geht auf Folgen, wenn ihr bei Spotify unterwegs seid. Und lauf ins Kino. Lauf!